Wir schauen uns das jetzt mal konkret an in diesem Beispiel der Kaufhauskunden. Also das war nochmal die Frage. Im Schnitt erwarten Sie 6 neue Kunden in einer Minute. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass in der nächsten Minute dann 10 Kunden kommen ins Kaufhaus? Sie sollten eigentlich vorab nochmal kurz gedanklich durchchecken, ob all die 4 Annahmen erfüllt sind, die wir brauchten, um die Poisson-Verteilung zu rechtfertigen. Also, das waren diese 4 Annahmen hier. Die erwartete Anzahl von Ereignissen ist proportional zur Länge des Zeitraums, würde ich sagen, Haken dran. Ja, wenn Sie in einer Minute 6 Leute erwarten, erwarten Sie in 2 Minuten 12 Leute und so weiter. Können wir einen Haken dran machen. Zweite Annahme, die Wahrscheinlichkeiten hängen nur von der Länge des Zeitraums ab und nicht dessen Lage. Würde ich sagen, können wir auch einen Haken dran machen. Wenn wir jetzt mal uns wirklich auf normale Samstage während der Einkaufszeit beschränken, ja. Also dann ist jetzt eine Minute 11 Uhr vormittags oder eine Minute 2 Uhr nachmittags, macht da keinen Unterschied, wann genau diese Minute liegt. Dritte Annahme, zwei Ereignisse treten nie exakt zum gleichen Zeitpunkt auf, hatten wir schon drüber gesprochen. Also wenn Sie jetzt vernachlässigen, dass sich zwei Leute gleichzeitig durch die Tür quetschen, dann ist das auch erfüllt. Und die letzte Annahme, Ereignisse sind unabhängig voneinander. Also wenn jetzt irgendjemand das Kaufhaus betritt, dann hat das keinen Einfluss auf die Wahrscheinlichkeit, dass von den tausenden anderen Leuten auf der Zeile dann danach jemand anders das Kaufhaus betritt. Also ist auch erfüllt. Und wenn jetzt, sag mal, in einer bestimmten Minute 10 Leute das Kaufhaus betreten, dann ändert das nichts an ihrer Erwartung, dass sie für die nächste Minute dann wieder im Schnitt 6 Leute erwarten. Also ich denke, diese Annahmen sind hier gut erfüllt bei dem Kaufhausbeispiel und wir können tatsächlich mit der Poisson-Verteilung arbeiten. Ja, dann können wir es eigentlich sofort hinschreiben. Wir suchen die Wahrscheinlichkeit dafür, dass tatsächlich 10 Leute das Kaufhaus betreten, dass ich also in der gegebenen Minute 10 neue Kunden beobachte, gegeben die Erwartung, dass im Schnitt 6 Kunden das Kaufhaus betreten. Also μ gleich 6. Dann müssen wir das nur in die Formel einsetzen für die Poisson-Verteilung und das gibt in diesem Fall 4,1%. Also auch hier kann ich Ihnen vielleicht ganz kurz zeigen, Sie können es natürlich einsetzen in die Formel, dann per Hand ausrechnen mit dem Taschenrechner, aber auch das geht mit Wolfram Alpha. Dann geben Sie halt ein, statt Binomial Distribution geben Sie ein Poisson Distribution und dann sagen Sie eben μ, das versteht Wolfram Alpha auch. Μ gleich 6 und x gleich, also μ ist die Erwartung und x gleich 10. Genau, dann bekommen Sie das Ergebnis 0,041. Das sind genau die 4,1%. Wir gehen jetzt alle Beispiele durch, die ich Ihnen am Anfang genannt habe. Also als nächstes kommt der Meteorit. Und die Frage, ob wir in den nächsten 1000 Jahren verschont bleiben. Und das sollten Sie sich jetzt mal überlegen. Ich sehe, es gibt drei Antworten und die sind alle korrekt. Das freut mich. Welche Wahrscheinlichkeit suchen wir? Wir suchen die Wahrscheinlichkeit dafür, dass in den nächsten 1000 Jahren nichts passiert, dass also die Zahl der Ereignisse, Meteoriteneinschläge gleich 0 ist, gegeben, dass wir
im Durchschnitt einen erwarten. Das eingesetzt in die Poisson-Verteilung gibt genau 1 durch E und das ist ungefähr 37%. Nächstes Beispiel, die Blitze. Also der Turm, in den im Schnitt einmal pro Jahr ein Blitz einschlägt, wie ist die Wahrscheinlichkeit, dass in diesem Jahr oder sagen wir im Jahr 2021 der Turm zweimal getroffen wird? Also hier suchen Sie die Wahrscheinlichkeit dafür, dass das Ereignis, nämlich der Blitzeinschlag, zweimal vorkommt, gegeben, dass wir das Ereignis im Schnitt einmal erwarten. Also k gleich 2, mu gleich 1. Eingesetzt in die Poisson-Verteilung gibt das 1 durch 2e und das sind ungefähr 18,4%. Nächste und letzte von diesen Aufgaben, der radioaktive Zerfall. Das ist jetzt ein bisschen mehr als nur eine einzelne Zeile, denn da müssen wir uns zunächst nochmal überlegen, in einem Zwischenschritt, was wir überhaupt erwarten. Was bedeutet Halbwertszeit? Das bedeutet, die Anzahl an radioaktiven Atomkernen, die nimmt exponentiell ab. Und nach der sogenannten Halbwertszeit ist nur noch die Hälfte von den ursprünglichen Atomkernen übrig. Und die Halbwertszeit, die beträgt in diesem Beispiel einen Tag. Ja, wir haben also, wenn Sie es hier auftragen, Zahl der Atomkerne, also der noch nicht zerfallenen Atomkerne, als Funktion der Zeit. Dann ist nach einem Tag, ist die Menge auf die Hälfte geschrumpft. Also wenn Sie bei 1000 Atomkernen starten, so wie angegeben, dann haben Sie nach einem Tag nur noch 500. Und mathematisch wird dieser exponentielle Zerfall beschrieben durch eine zeitabhängige Funktion für die Anzahl der Atomkerne. Das ist die Anfangsmenge mal 2 hoch minus T durch Halbwertszeit Tau. Und da sehen Sie schon, wenn Sie für T gerade die Halbwertszeit einsetzen, also T gleich Tau, dann ist das A0 mal 2 hoch minus 1, also gerade die Hälfte. Ja, das kommt also gerade hin mit der Halbwertszeit. Also diese Funktionsgleichung beschreibt den radioaktiven Zerfall. Jetzt geht es darum, wie viele Atomkerne zerfallen innerhalb der nächsten Stunde. Das eine Stunde ist ein 24. Tag. Das heißt, das T, das wir in diese Formel einsetzen müssen, um die Menge nach einer Stunde, die erwartete Menge nach einer Stunde zu berechnen, ist eine Stunde und das ist ein 24. von einem Tag. Das heißt, wenn wir eingesetzt, nach einer Stunde ist die Menge, die Ursprungsmenge mal 2 hoch minus ein 24. Das können Sie ausrechnen, das ist ungefähr 971,5. Ja, also Sie erwarten, dass nach einer Stunde von den ursprünglich 1000 Atomkernen nur noch 971,5 übrig sind. So, mit diesem zusätzlichen Hintergrundwissen, also mit diesem Zwischenschritt, jetzt sind Sie wieder dran. Überlegen Sie mal, ob Sie die Frage beantworten können. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass innerhalb der nächsten Stunde genau 20 Atomkerne zerfallen? Ich sehe 5 Antworten, die alle die gleiche
Zahlenkombinationen enthalten, also 2,1 oder 2,15 oder gerundet 2,2. Wenn ich jetzt streng bin, dann würde ich sagen, dass nicht alle Antworten korrekt sind, denn bei einigen fehlt entweder das Prozentzeichen oder das Komma ist an der falschen Stelle. Also die ersten beiden Antworten sind korrekt, wenn ich mal sage, dass die erste Antwort ist gerundet. Also sind 2,15%. Das werden wir uns gleich gemeinsam anschauen. Also bei zwei der Antworten fehlt das Prozentzeichen und bei der vorletzten Antwort steht das Komma nicht ganz an der richtigen Stelle. Ich glaube, dass Sie also alle das Richtige gemeint haben, aber Sie müssen vorsichtig sein, wenn Sie es aufschreiben. Welche Wahrscheinlichkeit suchen wir? Wir suchen die Wahrscheinlichkeit dafür, dass genau 20 Kerne zerfallen, k gleich 20. Gegeben, dass wir erwarten, dass in einer Stunde, naja, gerade die Differenz zwischen den ursprünglichen 1000 und den verbliebenen 971,5, diese Differenz, das sind 28,5, das ist die Zahl der Zerfälle, die wir erwarten. Also gegeben, μ gleich 28,5. Das eingesetzt in die Poisson-Verteilung gibt ungefähr die 2,15%. Ich würde bei diesem Beispiel, ich hatte das auch vorher schon angekündigt, nochmal kurz Revue passieren lassen, ob denn unsere vier Annahmen erfüllt sind. Also, das war die Annahme, dass die erwartete Zahl der Ereignisse, in diesem Fall Zerfälle, wirklich proportional ist zur Länge des Zeitintervalls. Das gilt hier nur näherungsweise. Also eine strikte Proportionalität hätten Sie, wenn die Zerfallskurve eine gerade Linie wäre, wenn das eine gerade wäre. Das ist für kurze Zeitintervalle näherungsweise der Fall. Da können Sie einfach an diese exponentielle Zerfallskurve die Tangente anlegen und können die exponentielle Zerfallskurve lässt sich dann für kurze Zeitintervalle gut annähern durch die Tangente. Und dann haben Sie tatsächlich diese Proportionalität. Also, das ist näherungsweise erfüllt. Die nächste Antwort war die Lageunabhängigkeit der Wahrscheinlichkeit und unserer Erwartung. Das ist verknüpft mit der ersten Annahme. Also, wenn Sie jetzt, wir haben jetzt gesagt, in der ersten Stunde erwarten wir 28,5 Zerfälle. Wenn wir jetzt morgen schauen, also nach einem Tag, da ist ja schon die Hälfte der Atomkerne zerfallen. Und da sehen Sie, da ist die Zerfallskurve flacher geworden. Das heißt, wenn wir jetzt morgen eine Stunde betrachten, erwarten wir dann morgen in dieser Stunde auch weniger Zerfälle. Ja, Sie haben also nicht diese perfekte Lageunabhängigkeit. Ja. Es gilt auch wieder näherungsweise, solange wir uns auf kürzere Zeiträume beschränken im Hier und Heute, aber nicht zu weit in die Zukunft. Die nächste Annahme war, dass wir vernachlässigen, dass zwei Ereignisse exakt gleichzeitig auftreten. Diese Annahme, glaube ich, ist hier gut erfüllt. Es kann zwar theoretisch passieren, dass von diesen 1000 Atomkernen zwei wirklich exakt im gleichen Moment zerfallen. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist aber extrem klein. Sie können eigentlich ziemlich sicher davon ausgehen, dass es immer so tick, tick, so ein Zerfall nach dem anderen.
der Zeitabstand kann beliebig klein werden, aber dass es wirklich exakt zum gleichen Zeitpunkt passiert, das können wir vernachlässigen. Also das ist okay. Und die letzte Annahme wiederum war, dass die dass Ereignisse, die schon aufgetreten sind, keinen Einfluss haben auf die Wahrscheinlichkeiten und die Erwartungen für zukünftige Ereignisse. Das gilt jetzt wiederum nur näherungsweise. Also, und das ist auch verknüpft mit den ersten beiden Annahmen, dass die nur näherungsweise gelten. Wenn jetzt in der ersten Stunde, sagen wir mal, 20, sagen wir tatsächlich 20 Kerne zerfallen sind, dann sind noch 980 übrig. Und dann beginnt praktisch dieser exponentielle Zerfall von neuem mit einem Startwert von 980. Wären jetzt in der ersten Stunde, sagen wir mal, 30 Kerne zerfallen, dann würde für die Zukunft die Zerfallskurve bei 970 beginnen und wäre ein bisschen flacher. Also die anfängliche Steigung wäre ein bisschen geringer, als wenn wir bei 980 starten. Und das hat einen kleinen Einfluss auf unsere Erwartung für die nächste Stunde. Also ist jetzt auch nicht perfekt unabhängig, aber solange wir uns auf vergleichsweise kurze Zeitintervalle beschränken, die kurz sind im Vergleich zur Halbwertszeit, also zur typischen Zerfallsskala dieser Substanz, sind die Annahmen näherungsweise gerechtfertigt. Also das ist ein kleiner Warnhinweis, den ich noch geben muss bei diesem Beispiel. Und Sie sollten sich auch angewöhnen bei solchen Fragestellungen, dass Sie immer erstmal gedanklich diese Checkliste durchgehen. Passt das überhaupt alles? Darf ich hier die Poisson-Verteilung anwenden?